Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Es ist Montag, es ist ungefähr 7 und ich muss gleich los. Und ich habe ein Kreuz auf der Hand, weil ich gestern noch bei einem Konzert war von Jesus Culture. Da war ich halt mit meiner Gastmutter und die hat irgendwelche Karten dafür gewonnen. War eigentlich ganz cool, ich kann kurz irgendwelche Videos davon einblenden. Jetzt muss ich gleich los zur Schule und ich schreibe heute mal wieder 2 Tests. Also es ist wirklich krass. Hier in Amerika werden irgendwie ständig Tests geschrieben, aber für viele darf man irgendwie einfach seine Notizen benutzen. Und ich denke mir so, also den Französisch-Test werde ich jetzt glaube ich nicht so gut machen, weil ich habe irgendwie keine Ahnung von diesen ganzen Relativpronomen. Ups. Aber Mathe. Ja, und ich schreibe heute Französisch und Mathe. Und morgen schreibe ich Spanisch. Und bestimmt noch irgendwas anderes. Da kommt immer noch irgendwas dazu. Aber jetzt gehe ich, glaube ich, gleich erstmal los und dann sehen wir uns später. Oh Gott, Freunde, ich kann euch sagen, ich habe jetzt eben gerade meine erste Stunde hinter mich gebracht, also World History. Ich bin so müde, das ist nicht mehr normal. Jetzt habe ich gleich erstmal Bio. Oh Mann, ich brauche irgendwas, was mich wach macht. Frühstücksgoals. Guten Morgen, heute mal aus dem regnerischen Amerika. Heute ist das Wetter nicht ganz so schön und zwar gestern auch schon ein bisschen ungemütlich. Also ich würde sagen, der Herbst kommt so langsam. Ja, und gestern haben wir auch im Regen einfach Fußball gespielt, die ganze Zeit. Und also ich war gestern war so ein richtiger Montag. Ich war den ganzen Tag einfach richtig müde und deswegen habe ich auch überhaupt nicht gefilmt. Ich wollte eigentlich noch filmen, als ich dann irgendwann mal nach Hause gekommen bin, aber ich bin einfach nur noch in mein Bett gefallen und so gefühlt direkt eingeschlafen. Ich saß nur noch so ein bisschen am Handy und dann bin ich auch eigentlich für meine Fälle so richtig früh schlafen gegangen. Ja. Heute bin ich dann jetzt mal dick eingepackt auf dem Weg zum Bus. Irgendwie ist auch keiner unterwegs, wahrscheinlich werden alle hingefahren. Also zur Bushaltestelle. Aber meine Gastmutter ist halt krank. Also sie ist halt erkältet und so und sie war auch noch nicht wach. Deswegen will ich jetzt auch nicht antun, dass ich mich jetzt noch zur Bushaltestelle fahren muss. Ja, und ich habe hier meinen Kaffee. Wie eigentlich fast jeden Morgen. Aber gestern habe ich den halt irgendwie komplett vergessen, weil ich irgendwie so nicht in Zeitdruck war, aber ich habe es einfach irgendwie vergessen und dann war ich einfach die ganze Zeit. Ich gebe jetzt einfach meinem Kaffee die Schulter dran. Ich warte hier gerade noch auf Anna und auf Leonie und auf Wilma und auf Mary und auf generell alle. Weil wir treffen uns halt morgens immer an Annas Locker. Schließfach. Mal wieder der absolute Beweis, der von meinem mehr oder weniger guten Musikgeschmack zeigt. Ich meine, ich finde meinen Musikgeschmack natürlich gut. Andere Leute wahrscheinlich eher weniger. Ich gucke halt morgens immer Insta-Stories beim Frühstück. Ich folge halt so einer Bloggerin aus Nordfriesland halt. Und ich finde die eigentlich echt cool. Ich glaube, auf Instagram heißt sie Deichdern-Nordfriesland. Und ihr Blog heißt, glaube ich, nur Deichdern. Sie bringt mir halt immer so ein bisschen Heimat, weil ich komme ja auch aus dem Norden. Und sie hatte heute Morgen irgendwie ihren Hochzeitssong und ihren Polterabendsong in ihrer Insta-Story. Und das in einer davon, ich glaube, es war ihr Polterabendsong, ist irgendwie dieses 13 Tage von Schweizer. Also ich kannte den Titel halt vorher nicht, aber ich kannte das Lied und seitdem, ich habe es heute einfach die ganze Woche gehört. Das ist halt einfach irgendwie so ein richtiges Gute-Laune-Lied, ist so von der Melodie her. Ja, jetzt kann ich irgendwie nicht aufhören, das zu hören, das ist richtig schlimm. So, einmal kurz aus der Bearbeitung hier, falls ihr noch einen guten Ohrwurm braucht. Immerhin hat es jetzt aufgehört zu regnen. Also ich laufe jetzt gerade zu meiner zweiten Stunde ins Bio. Und die ist halt in diesem Portables da. Und immerhin hat es aufgehört zu regnen. Es niese die Sonne so ein ganz kleines bisschen. Aber der Boden ist halt immer noch nass und es ist mega kalt. So, da ja heute Dienstag ist, hatten wir eben gerade Access Time. Und ich war halt diese Access Time mit den ganzen anderen Austauschschülern in der Bücherei. Weil wir halt irgendwie, das ist irgendwie so ein Abend der Kulturen oder irgendwie sowas. Und da sollen wir halt alle hin und über unser Land erzählen und über uns erzählen. Und deswegen hatten wir da irgendwie so ein Treffen. Das war eigentlich voll cool, weil dann habe ich halt so mal alle Austauschschüler getroffen. Sowieso eigentlich immer so mit Wilma und Leonie und Anna und Mary zusammen. Aber da sind halt noch 2 Jungs und Chloe aus Belgien. Also, ja.
Ich war jetzt gerade noch auf Bremer, denn Bremer kaputt ist. Hey! Hey, ich bin ja schon zu Hause und ich habe jetzt auch schon geduscht. Und es ist gerade, ich glaube, irgendwie so 10 nach 7 oder so. Aber guckt euch mein Zimmer an oder lieber nicht, weil da ist auch noch ganz viel. Weil ich muss es unbedingt noch aufräumen, aber ich bin so müde. Ich habe eigentlich gar keine Lust und ich muss auch gleich noch Hausaufgaben machen. Aber ich mache das jetzt schnell, weil dann bin ich fertig damit und kann mich richtig schön in mein Bett. Dann kann ich mich richtig schön in mein Bett chillen und Hausaufgaben machen. Richtig Bock. Mein Zimmer ist aufgeräumt, zumindest so halbwegs. Meine Gastmutter hat mich ja für Homecoming geschminkt am Wochenende. Und deswegen sind halt ihre Schminksachen jetzt auch bei mir im Zimmer. Aber meine Gastmutter ist halt mega, mega krank. Es tut mir mega, mega leid. Also sie hatte, ich glaube, sie hat sich irgendwie die Grippe eingefangen, aber halt richtig heftig. Also sie ist mega erkältet. Sie kann gar nicht richtig sprechen. Das ist richtig krass. Also, ja. Dass ich unbedingt mal in Angriff nehmen muss für dieses Wochenende, weil ich habe ja auch ein langes Wochenende. Ist mein Zimmer neu umzugestalten, irgendwie umdekorieren, weil, also nicht umdekorieren, als hätte ich hier jemals dekoriert, aber so halt einfach so ein paar Sachen aufhängen. Weil ich habe ja auch diesen Bilderrahmen bekommen und da muss ich halt dann einfach nochmal Bilder reintun und mir dann nochmal welche aussuchen, die ich ausdrucken muss. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da auf 8 beschränken soll. Das wird mega schwer. Und dann habe ich auch nochmal eine Schleswig-Holstein-Karte, die wollte ich auch nochmal aufhängen. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte. Erstmal regt mich diese Kameraqualität von meinem Handy mittlerweile so auf. Ich komme da nicht mehr drauf klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, das nervt mich einfach. Ich hätte so gerne eine Kamera, aber ich habe halt kein Geld. Leider. Ja. Und ich habe halt auch keine Lust, immer mit meiner großen Kamera zu filmen. Und deswegen nehme ich halt einfach immer mein Handy. Ja, aber mittlerweile, das regt mich einfach so auf. Ich hätte halt so gerne bessere Videoqualität, aber habe ich halt leider nicht, ne? Ja. Aber was ich auch noch erzählen wollte, ist, dass mir einfach mal aufgefallen ist, wie lang meine Haare geworden sind. Das ist nicht mehr normal. Oder generell irgendwie, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Also erstmal, mir ist heute erstmal so bewusst geworden, dass ich jetzt einfach schon 2 Monate hier bin. Und einerseits bin ich so, ja, natürlich bist du schon 2 Monate hier. Du hast schon mega viel gemacht und irgendwie kommst dir auch so vor, als hättest du deine Freunde und deine Familie schon 5000 Jahre lang nicht gesehen. Also... Und einerseits habe ich mich hier schon so mega eingelebt und bin schon richtig so, ja, ich bin hier voll angekommen. Andererseits bin ich irgendwie auch noch so, als ob ich halt wirklich schon 2 Monate hier bin. Was ist denn, was, wie schnell geht denn bitte die Zeit um? Und dann ist mir auch einfach mal aufgefallen, dass ich einfach schon in 2 Monaten 17 werde. Und Fußball geht jetzt auch nur noch 2 Wochen. Und mir ist einfach aufgefallen, ich werde in 2 Monaten 17. Das ist so krass. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst 16 geworden. Ich kann mich noch so an meinen 16. Geburtstag erinnern. Das kommt mir einfach vor, wie als wäre das vor einem Monat gewesen und nicht vor 10. Das ist so krass einfach, wie schnell die Zeit einfach umgeht. Das ist nicht mehr normal. Ja, und dann auch, ich habe mir im Dezember letzten Jahres, also vor 10 Monaten mittlerweile, kann ich auch gar nicht glauben, meine Haare halt abgeschnitten. Also die waren halt wirklich relativ lang, also schon ziemlich lang. Also so bis so... hier vielleicht. Also sie ging schon ziemlich, ziemlich weit. Und ich habe sie ungefähr so bis hier, würde ich sagen, abgeschnitten. Also sie war schon relativ kurz. Und die sind einfach schon wieder so lang geworden. Das ist nicht mehr normal. Vor allem seitdem ich hier bin, sind die irgendwie mega gewachsen. Und ich finde das irgendwie voll krass. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die so lang behalten möchte. Also ob ich sie jetzt einfach wachsen lasse oder... ob ich sie kürzer schneide. Aber sie sind auf jeden Fall wieder blonder geworden. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich halt immer Fußball spiele. Und es ist halt draußen und deswegen scheint da halt die Sonne drauf. Obwohl so viel Sonne ist jetzt irgendwie auch nicht mehr. Aber Fußball ist ja eh bald vorbei. Ja. Aber das ist echt krass, wie lange die schon wieder geworden sind. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte so, ja, es dauert jetzt wieder so 3 Jahre, bis meine Haare wieder einigermaßen lang sind. Aber... weil früher, als ich klein war, sind meine Haare halt so langsam gewachsen. Ich weiß einfach nicht. Vielleicht gehe ich mal zum Friseur und schneide sie wieder ein bisschen kürzer. Oder ich lasse sie einfach jetzt wachsen. Oder keine Ahnung, ich überlege mir da mal was. Guten Morgen, es ist Mittwoch. Und irgendwie war ich heute schon so mega früh wach. Also irgendwie bin ich schon um 5 aufgewacht. Aber ich dachte mir dann so, nee. Dann habe ich noch weiter geschlafen. Aber um 5:30 habe ich es dann irgendwie nicht mehr ausgehalten. Dann lag ich eben gerade noch so eine halbe Stunde im Bett. Und habe einfach nur so am Handy gegammelt. Und jetzt bin ich eben gerade nach unten gegangen und habe mir Frühstück gemacht. Und das heute ausnahmsweise mal mit nach oben genommen. Sonst nehme ich mein Frühstück eigentlich nie mit nach oben. Und ich habe heute so Porridge gemacht mit verschiedenen Beeren und dann noch ein bisschen Peanut Butter da drauf. Ja,
Und ich glaube, ich habe euch die guten Nachrichten noch gar nicht erzählt. Mein Bus war halt immer mega überfüllt, also der, mit dem ich zur Schule gefahren bin. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie einen extra, also einen neuen Bus bekommen. Und irgendwie streikt meine Lampe da oben gerade ein bisschen. Aber wir haben jetzt irgendwie einen neuen Bus gekommen und der kommt erst 10 Minuten später. Aber ich weiß nicht genau, wann er kommt. Deswegen gehe ich heute einfach mal 5 Minuten später los als normalerweise, weil ich will ihn ja natürlich auch nicht verpassen, ne? So, ich bin jetzt gerade eben wieder auf dem Weg zum Bus und diesmal 5 Minuten später als sonst. Ja, ich hoffe, ich komme einfach nicht zu spät, sonst habe ich nämlich ein minimales Problem. Weil meine Gastmutter ist so krank, das ist nicht mehr normal. Also man merkt ja wirklich, sie sitzt da so auf ihrem Hocker. Und meine Gastschwester hat halt heute Picture Day. Also die machen halt heute die Schulbilder in der Schule. Und meine Gastmutter ist einfach so fertig, das merkt man ihr halt mega. Sie hat nicht mal richtig Autofahren im Moment, deswegen fährt halt auch die Nachbarin heute die Kinder zur Schule. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt den Bus verpasse, dann komme ich halt irgendwie auch nicht so richtig zur Schule, weil sie kann mich heute nicht fahren. Und mein Gastvater ist bei der Arbeit. Deswegen, ja, hoffe ich einfach mal, dass ich den Bus nicht verpasse. Aber eigentlich soll er um 30 kommen. Ich bin dann um 20 losgelaufen, weil ich mir so dachte, lieber ein bisschen früher. Aber wie das dann immer so ist, ist es dann doch 22 geworden. Aber das wird schon. Mir ist dann eben gerade auch noch eingefallen, dass ich auch noch ein Bio-Hausaufgaben auf hatte, die ich natürlich nicht gemacht habe. Das heißt, die mache ich dann gleich noch. Ja. You slapped my dog? Das war es dann auch schon wieder mit Fußball. Ich sehe auch richtig schön fertig aus. Und irgendwie war heute irgendwie voll die Scheiße. Und irgendwie ist das Training heute nicht so gut gelaufen. Also irgendwie, ich habe irgendwie nichts hinbekommen, keine Ahnung. Ja. Oh, aber die Bäume sind hier voll schön im Moment. Richtig schön, die sind einfach so mega rot. Und auch generell, die ganzen Bäume hier werden jetzt so richtig so rot und gelb. Es ist so richtig bunt, es sieht mega, mega schön aus. Also der Herbst hat auch gute Seiten. Und jetzt bin ich eben halt auf dem Weg zum Bus. Der kommt aber, glaube ich, erst in so einer Viertelstunde oder so. Ja, ich bin mega müde einfach. Und heute ist auch noch Kirche. Aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehen kann, weil meine Gastmutter halt mega krank ist. Die ist sogar vorhin schon zum Arzt gegangen. Also hat sie mir geschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob ich gefahren werden kann, weil irgendwann muss ja auch bei den Kindern bleiben, ne? Okay, es ist jetzt gerade so ungefähr 10 vor 9. Und ich weiß nicht, ob mein Gastvater schon hier ist. Also ich war halt eben gerade in der Kirche. Jugendgruppe halt, ne? Und ich weiß nicht, ob mein Gastvater hier ist und es ist scheiße kalt. Und ich weiß, also sonst holt mich halt immer meine Gastmutter ab, aber die ist halt so krank, deswegen kann sie mich halt heute nicht abholen. Und ich weiß halt nicht, wo mein Gastvater parkt, ob er hier irgendwo parkt, ob er überhaupt schon da ist, ob er erst später kommt. Vielleicht ist er auch einfach eingeschlafen. Okay, das glaube ich eher nicht. Aber es ist irgendwie immer so komisch und es ist halt auch so kalt. Vor allem, ich hab vorhin so mit meiner Mutter geschrieben und Mama meinte einfach so, in Deutschland ist so noch fast voll Sommerwetter und meine Eltern und mein Bruder fahren morgen einfach noch Pelvorm. Also falls ihr nicht wisst, was Pelvorm ist, das ist eine Insel in der Nordsee. Es gibt da, also so wirklich viel gibt es da eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur, ich glaube, 2 Supermärkte haben die da, sonst relativ viele Schafe und ziemlich viel Rasen. Ja. Aber ich habe mit meiner Mutter geschrieben und die meinte so, ja, weil die haben ja gerade Herbstferien, in Deutschland haben ja alle gerade Herbstferien und dieses Jahr gibt es sogar 3 Wochen Herbstferien. Und ich habe mir einfach so erzählt, ja, wir fahren morgen noch nach Pelvorm, weil das Wetter ist mega schön, fast noch Sommer und ich so, cool, cool, cool. Ich habe heute in langen Hosen beim Fußball trainiert, weil mir das sonst echt viel zu kalt ist. Aber morgen haben wir ein Spiel, das heißt, wir müssen erstmal in Shorts spielen und ich kann wieder früh aus dem Unterricht raus. Und es ist eigentlich ganz gut, dass ich jetzt gerade hier so rumstehe und mal ein bisschen erzähle, weil dann bin ich wenigstens ein bisschen abgelenkt. Es gucken mich zwar alle Leute komisch an, weil ich hier so mit meinem Handy rede und weil ich ja generell irgendwie immer eine Sprache rede, die kein Mensch versteht, aber ich weiß dann auch nicht, was besser wäre, so. Wenn die wirklich verstehen könnten, was ich hier sage. Oder wenn die sich einfach nur so denken, okay, sie ist einfach nur komisch, sie redet irgendwas, redet mit ihrem Handy. Ja, das habe ich mich schon öfter mal gefragt. Oh mein Gott, ich bin zu Hause. Das ist so ein schönes Gefühl. So müde. Aber heute war eigentlich echt ein schöner Tag. Fußball war heute mal nicht ganz so cool. Sonst freue ich mich eigentlich immer mega auf Fußball. Und auch wenn ich manchmal nicht so wirklich Lust habe, wird es eigentlich immer dann gut, während ich trainiere. Heute war es aber irgendwie leider nicht so. Irgendwie war ich irgendwie voll schlecht heute. Als ob ich das sonst halt nicht wäre. Aber heute war ich irgendwie besonders schlecht und irgendwie, keine Ahnung. Aber morgen ist ein Spiel, deswegen hoffe ich mal, dass das eigentlich relativ cool werden wird. Und ich hoffe mal, ich bekomme auch ein bisschen Playing Time, also wie heißt das? Spielzeit? Keine Ahnung.
Ich hoffe einfach, ich darf ein bisschen spielen. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt schmeiße ich mich einfach nur noch in mein Pyjama und dann gehe ich ins Bett. Yay! Guten Morgen zum Donnerstag. Ich bin jetzt schon in der Schule und gerade auf dem Weg zum... Und gerade auf dem Weg zu meiner Biostunde, denn ich schreibe gleich einen Test. Und ich habe nicht gelernt, aber ist egal. Und heute haben wir wieder Access Time, das heißt, die Stunden sind ein bisschen kürzer. Ich glaube, irgendwie 5 Minuten oder so. Und was auch richtig geil ist, wir haben heute ein Fußballspiel. Und es ist der letzte Schultag heute, weil wir ein dreitägiges Wochenende haben, weil die Lehrer morgen Fortbildung haben. Richtig geil. Dieser Biotest war wirklich so leicht, wie ich gedacht hatte. Also ich sag euch, Schule in den USA, nicht so schwer. Ich hatte jetzt eben gerade Französisch und wir hatten halt heute eine Vertretungslehrerin, weil unsere Lehrerin irgendwie in Portland ist, bei so einer Fortbildung oder so. Und es läuft gerade jemand an, aber das ist ein bisschen komisch. Aber ich konnte halt früher gehen wegen des Fußballspiels und hat sie mich halt so gefragt, gegen wen wir spielen. Und ich habe aber verstanden, welche Position ich spiele. Und meinte ich so, ja, immer so vorne. Und sie so... Okay, und ich war so, ach so, ja, nee, wählen wir schon, ja, East Valley. Und ja, das war ein kleiner Fail. Aber jetzt mache ich mich erstmal fertig fürs 5. Aber jetzt mache ich mich erstmal fertig fürs Fußballspiel. Box ist irgendwie noch nicht so vorhanden, weil es halt mega kalt ist draußen. Also langsam ist es Zeit, dass Fußball vorbei ist, weil es einfach so kalt ist draußen. Es macht gar keinen Spaß mehr zu spielen. Ich bin wieder zu Hause und ich habe so Hunger, Freunde, Alter. Ich weiß auch nicht. Das Fußballspiel ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben 2-1 gewonnen. Also, ja. Jetzt nicht so gut wie die letzten Male, sonst gewinnen wir immer so 7-0 oder 6-0 oder irgendwie sowas. Aber wir haben halt mal eine neue Formation ausprobiert und die hat nicht so ganz funktioniert und deswegen, ja. Und deswegen haben wir jetzt, also ich meine, wir haben trotzdem gewonnen, aber halt nicht so hoch, wie wir sonst gewinnen würden. Aber ich meine, dass wir immer gewinnen, liegt halt auch nicht an mir, ne? Da können wir ganz ehrlich sein. Das liegt wohl eher an allen anderen Leuten. Ja, und ich bin einfach nur mega müde jetzt. Wir waren eben gerade auch noch einkaufen und ich habe so Hunger und wir sind einfach so, ach, wir haben auch irgendwie viel zu viel Scheiße gekauft. Wir waren halt alle so, weil wir hatten halt alle so mega Hunger und wir sind dann so durch die Regale gegangen und waren so, oh mein Gott. Ja, meine Gastmutter wollte dann halt zu McDonald's und einen Cheeseburger haben, weil sie meinte, sie hat richtig Bock auf Cheeseburger. Aber mein Gastvater war halt so, nein, wir essen was Vernünftiges. Ich meine, ich bin ihm eigentlich auch dankbar, dass er gesagt hat, wir essen was Vernünftiges. Aber trotzdem, so ein Cheeseburger wäre jetzt auch ganz geil gewesen. Oder so, einfach so McDonald's, ein paar Pommes und so. So ein schöner Chickenburger. Ich esse eigentlich immer Chickenburger bei McDonald's, aber wäre schon geil gewesen. Naja, aber... Jetzt gibt es gleich erstmal was Vernünftiges zu essen. Ja. Guten Morgen, ich habe meinen Morgen heute mit Fußball verbracht. Und zwar habe ich heute keine Schule, denn es ist Freitag. Ja. Also, nicht denn es ist Freitag. Es ist Freitag und wir haben keine Schule, weil die Lehrer irgendeine Fortbildung haben. Zumindest haben wir keine Schule und ich bin so fertig. Es ist nicht mehr normal. Ich bin heute irgendwie um 6 aufgestanden und habe das Video fertig gemacht. Okay, nicht um 6. Es war 6:30. Ich will ehrlich sein. Um 6:30 aufgestanden. Und habe halt das Video noch fertig gemacht und es hochgeladen. Und dann bin ich halt zum Fußball gegangen, weil das Training ging halt um 8 los. Und wir fahren halt immer so 20 Minuten bis halbe Stunde zur Schule. Und das ist natürlich bei der Schule. Und dann haben wir 2 Stunden trainiert. Und jetzt ist es irgendwie, ich habe 10:30 oder so. Dann sind wir nach Hause gefahren. Nee, es muss schon später sein, als halt 10:30. Dann habe ich erstmal was gegessen, weil ich hatte so mega Hunger. Ich habe zwar Cornflakes zum Frühstück gegessen, aber ich hatte trotzdem so Hunger. Zumindest habe ich dann eben gerade schnell was gegessen. Jetzt wollen wir eigentlich gleich zum Trampolinpark. Aber ich bin so müde. Ich bin einfach im Überlegen, ob ich einfach zu Hause bleibe. Weil meine Gastmutter bleibt auch zu Hause, weil sie halt noch mega krank ist. Und ich bin einfach nur so... Ich schlafe gleich ein. Sehen könnt, bin ich jetzt doch mitgegangen und wir sind jetzt schon seit einer Stunde ungefähr am Trampolin springen. Ja, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, warte, vielleicht sollte ich mal aufhören zu springen, wenn ich hier am Film bin.
Wir waren dann eben gerade noch ein bisschen wandern. Es war auch echt mega schön. Und jetzt stehen wir gerade bei Walmart auf dem Parkplatz und mein Gastvater holt gerade Pizza für heute Abend. So, wir haben jetzt eben gerade gegessen und ich habe mich noch ein bisschen fertig gemacht und auch noch ganz schnell geduscht. Und jetzt gehe ich gleich zu Leonie. Ja. Denn ihr Gastbruder, der ist ungefähr, ich glaube, der ist irgendwie so ihr Alter oder so. Und sie haben halt so ein paar Leute eingeladen. Wir machen dann so ein Lagerfeuer und so anscheinend. Also ich denke mal, es wird ganz cool. Ja. It's only a gallon. So, beste Kombination, wir probieren jetzt gerade mal. Hamburger Brötchen mit Nutella. Yay. Und dann wollen wir die gleich über dem Feuer rösten. Mal gucken, ob das was wird. You should save that picture. That's pretty cool. Yeah, I did. Honest, right. Like, put Wait. That on your screen. Now it's the bonfire. Oh! So, ich bin wieder zu Hause. Es war echt mega, mega schön. Wir haben halt noch so S'mores gemacht und wir eigentlich immer S'mores gemacht. Und Wilma hatte einfach noch nie S'mores, aber ja, war echt cool. Und dann sind wir halt noch reingegangen, haben so verschiedene Spiele gespielt. Also so, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Das macht, also, wir haben Science gespielt, da muss man immer so gegenseitig so Dings machen. Und dann haben wir ein Spiel so Zeichen machen. Keine Ahnung. Und dann haben wir ein Spiel gespielt, wo man sich, jeder war halt so ein Disney-Charakter. Und es ist so dumm, wenn man es erklärt, aber du musst dann halt aufstehen und den Disney-Charakter von jemand anderem sagen. Dann musste derjenige aufstehen und den Disney-Charakter von jemand anderem sagen. Dann musste derjenige aufstehen und den Disney-Charakter von jemand anderem sagen. Und es klingt eigentlich relativ einfach. Aber nee, und achso, den wichtigsten Part habe ich irgendwie auch noch vergessen. Also in der Mitte steht dann halt noch jemand, der hat dann so ein zusammengerolltes Handtuch in der Hand, da musste ich halt dann immer schlagen. Also so schnell wie es geht und musste dann so schnell wie es geht aber jemand anderen sagen. Ja, klingt kompliziert, ist aber eigentlich echt cool. Ja, und jetzt muss ich noch ganz dringend aufräumen. Es ist ungefähr 9:30 und ich habe morgen wieder Fußball und das Spiel, also und ich muss so um 8:20. Und ich musste um 8:20 irgendwie so wieder in der Schule sein, weil wir ein Fußballspiel haben. Und das ist mega weit weg. Und deswegen fahren wir dann mit Bus hin. Und ja, aber ich kann halt im Bus ein bisschen schlafen, denke ich mal. Oder wenigstens ein bisschen chillen. Weil ich glaube, die Fahrt geht irgendwie so 2 Stunden oder so. Also ja, wird bestimmt ganz cool. Ja, und sonst muss ich jetzt halt noch aufräumen. Vielleicht auch noch meine Fußballsachen packen. Kann ich morgen ein bisschen länger schlafen. Ja, also eigentlich, ich denke mal, ich werde schon so relativ früh aufstehen, aber dann muss ich halt morgen nicht aus meinem Bett raus. Dann kann er einfach in meinem Bett liegen bleiben, weil ich muss halt noch ein paar Videos bearbeiten. Weil in der Woche komme ich da halt eigentlich echt immer nicht zu und dann mache ich das lieber jetzt am Wochenende, obwohl ich im Moment dieses Wochenende auch nicht so wirklich Zeit habe, aber egal. Guten Morgen, ich bin jetzt gerade schon fertig gemacht für mein Spiel. Gleich, ist auch nicht gleich, es ist irgendwie in 4 Stunden. Nicht mal, nee. Es ist irgendwie 4 Stunden oder so, aber egal. Ich habe jetzt hier schon meine riesige Wasserflasche und meinen Fußballbeutel und dann gehe ich gleich los. Und es ist jetzt gerade irgendwie 8:15 und wir fahren halt um 8:30 los. Ich habe jetzt erstmal noch meine Jogginghose an und ich habe mir einen Pullover übergeworfen und also meinen Fußballpullover und erstmal einen Schal drüber geschmissen, weil ich dachte mir so schöne Bus sitzen. Ich habe auch noch Kuschelsocken mit, weil die Busfahrt dauert so 2 Stunden oder so. Ich werde wahrscheinlich eh die ganze Zeit schlafen. Ich bin ein bisschen müde, aber ja. Not for wrestling. Yeah. For what? How selfish of her.